Michael. Michael mit H geschrieben, nicht zu verletzen mit Michael. Michael ist ein Schutzengel aus dem Engelschor der Gewalten. Michael wird dem Erzengel Michael unterstellt. Michael, auch Michael genannt, ist ein Engel der Loyalität. Michael ist ein Engel der Treue. Michael hilft, dass man in den Fähigkeiten von Treue und Loyalität wächst. Michael hilft, dass Freunde sich gegenseitig loyal und vertrauenswürdig sind. Michael kommt aus dem Hebräischen bzw. das Wort Michael und bedeutet Gott, der Fruchtbarkeit gewährt. Michael wird auch als Michal, M-I-H-A-L, geschrieben oder auch Michael, M-I-H-E-L. Michael kann man anrufen, wenn man Glück, Harmonie braucht und Treue und Loyalität. Michael steht auch für Kinderwunsch. Michael hilft auch, wenn man Beziehungsprobleme lösen will oder auch Ehestreitigkeiten. Michael kann man auch anrufen, um eine Ehe zu harmonisieren und auch um Untreue zu vermeiden. Michael hat also auch etwas zu tun mit Liebe, insbesondere mit ehelicher Liebe. Michael kann helfen, dass in einer Ehe Glück, Treue und Harmonie herrscht. Michael wird angerufen in der Kabbalah mit dem Psalm 98, Vers 2. Normalerweise rezitiert man diesen Vers im Hebräischen mit großer Hingabe und dann kann man sich vorstellen, dass Michael gegenwärtig ist und einem beisteht. Ich werde jetzt nur die Übersetzung sagen. Der Herr hat deine Erlösung kundgetan im Angesicht aller Völker und wird seine Gerechtigkeit offenbaren. Michael ist ein Schutzengel für alle, die zwischen dem 18. November und 22. November geboren sind. Michael gehört damit auch zu dem Sternzeichen Skorpion.